Grüß dich, liebes Kindergartenkind, hier ist wieder die Frau Lössl. Wir vom Kindergarten haben uns gedacht, wir schicken dir mal wieder ein Video. Weil momentan können gar nicht alle Kinder in den Kindergarten gehen, leider. Das ist sehr schade und wir vermissen dich auch sehr. Damit dir nicht so langweilig ist daheim, haben wir uns gedacht, jetzt machen wir mal wieder ein Video für unsere Kindergartenkinder. Draußen ist ja schon richtig Frühling. Der April, der macht, was er will. Regen, Schnee, Sonnenschein, alles an einem Tag, ganz durcheinander. Richtiges Frühlings-Aprilwetter ist es. Und wenn du dich draußen umschaust, dann gibt's noch mehr Frühlingsboten. In der Früh, da singen zum Beispiel schon die Vögel. Ganz fest singen sie, ganz laut. Und an den Bäumen, da schieben sich schon ganz junge, zart grüne, saftige Blätter aus den Blattknospen. Und im Beet geht's schon richtig rund. Ich habe dir ein Gedicht geschrieben von der Tulpe. Und dazu habe ich mich bemüht, ein Tulpenbild zu malen. Ich glaube, du kannst es viel besser als ich. Da hätte ich deine Hilfe gut brauchen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit. Pfiatti! Die Tulpe. In der Erde ist es dunkel, Winterschnee deckt alles zu. Doch im Frühjahr, welch ein Funkeln, lacht die Sonne warm, juhu! Jetzt beginnt ein neues Leben. Blumen werden wach geküsst, von den lieben Strahlen eben die Natur sich neu begrüßt. In der Erde regt sich etwas. Langsam schiebt die Zwiebel an. Grüne Blätter wachsen stetig. Brechen durch die Erde dann. Hey, wie ist es plötzlich hell hier, denkt die kleine Tulpe sich. Vögel singen Frühlingslieder, schön für mich und schön für dich. Jetzt wird aber losgewachsen, keiner hält die Blume auf, fast schon ist sie ganz erwachsen. Oben sitzt eine Knospe drauf. Sie muss nicht mehr lange warten. Eine Woche dauert's nur und dann öffnet sie die Blüte, duftend rot und mit Bravour. Summend fliegen Bienen, Hummeln, Käfer aller Art herbei, trinken Nektar, sammeln Pollen, freuen sich im Sonnenschein.